Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zack McCracken. So, wir sind in der letzten Folge plötzlich zu viert gewesen, magischerweise. Und wir steuern gerade die Dame in Blau. Wer bist du, Dame in Blau? Bist du Melissa oder Leslie? Okay, das ist Melissa. Melissa und Leslie zusammen haben wir diesen Van umgebaut, stand in der Zeitung, damit man auf den Mars fliegen kann. So, also eigentlich sind sie Studentinnen und machen jetzt Urlaub auf dem Mars. Wir wollen jetzt mal gucken, was wir mit den beiden Mädels hier auf dem Mars so anfangen können. Lass uns erstmal gucken, was wir hier so an Ankerpunkten haben. Wir haben einen Raumbus. Wir haben... Da war irgendwas... Ein Aufkleber. Können wir den mitnehmen? Vor allen Dingen, was ist das für ein Aufkleber? Das kann ich nicht mitnehmen. Ich würde jetzt gern wissen, was das ist. Können wir den lesen? Nee, nicht Brombus. Aufkleber. Wir, Herz, Matt und Rohr. Was? Nochmal. Wie Herz, Matt und Ron. Macht das im Englischen Sinn? Ach so, wir lieben Matt und Ron, glaube ich, oder so. Okay, nee, ja, dann, ja, so macht Sinn. We love, ne? Okay, ich habe es verstanden. Die Leitung war ein bisschen länger. So, Raumbus. Da oben, das ist nichts Besonderes. Wir haben eine Tür. Wir haben Leslie. Wir haben eine Tür. Können wir die Tür öffnen? Können wir da reingehen? Können wir da rein? Okay, wir können rein. Ich liebe Mars. Sehr schön. So, wir haben Handschuhfach. Wir haben einen Rekorder. Die üblichen Glückswürfel. War ja mal eine lange Zeit lang in. Wir haben Anzeigen. In meinem Auto gibt es keine solchen Würfel. Steuerung. Eine DAT-Kassette. Und ein Radio. Steuerung. So, das war's dann fürs erste Mal. Dann möchte ich zuerst mal das Handschuhfach öffnen. Da gibt es bestimmt tolle Dinge drin. Was haben wir denn hier? Cashcards. Okay, was wollen wir mit Cashcards auf dem Mond? Aber egal. Ich warte noch drauf, dass es hier irgendwo so eine magische Toilette gibt oder so, wo wir dann Dinge von der Erde und zurück, also Mars, Erde und hin und her, Sachen verschicken können. Oh, und einen Sauerstoff fahren. Oh, klingt wichtig. So wie in Day of the Tentacles diese Blumsklo-Toiletten gibt. So, können wir so eine Cashcard nehmen? Ja, wir haben jetzt beide. Wollen wir in der Sicherung rumspielen? Ich weiß es noch nicht. Können wir die Sicherung mitnehmen? Einfach so. Können wir das? Wir haben eine Sicherung dabei. Werden wir überleben? Können wir den Sauerstoff fahren? Einschalten? Oh oh. Da war kurz was Grünes. Ausschalten. Das klappt nicht. Nun ist mein Sauerstofftank voll. Ach so, da tanken wir Sauerstoff nach. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Dann, weil sie hat ja auch gesagt, dass ihr Sauerstoff irgendwie knapp wird. Haben wir einen Zeitdruck hier? Wir haben einen Rekorder und wir haben da unten eine DAT-Kassette. Müssen wir da irgendwelche Dinge aufnehmen? Erinnert auch so ein bisschen an Manic Mansion. Hat man doch auch von dem Grammophon die Platte aufgenommen mit Kassette, um die dann im anderen Zimmer abzuspielen und diverse Dinge kaputt zu machen. Können wir den Rekorder einschalten? Da ist keine Kassette drin. Macht Sinn. Was passiert, wenn wir das Radio einschalten? Funktioniert nicht. Können wir die DAT-Kassette nehmen? Ja, können wir. Können wir die in den Rekorder packen?
Ja, können wir. Ich wüsste jetzt noch nicht, was wir aufnehmen sollen, aber wir wären schon mal vorbereitet. So, ansonsten hatten wir hier noch die Steuerung und Anzeigen. Können wir die Steuerung irgendwie benutzen? Ich gehe nicht ohne Leslie. Okay, macht Sinn. Die beiden Mädels halten zusammen. Was sind das hier eigentlich für gruselige Hintergrundgeräusche, Spiel? So, was ist mit den Anzeigen? Können wir die lesen? Alle stehen auf Null, weil das Ding wahrscheinlich nicht gestartet ist. Wie sollte ich das Raumschiff überhaupt starten? Gibt es hier irgendwie so einen Startknopf, Zündschlüssel oder was auch immer? Steuerung. Handschuhe, Sauerstoffhahn. Irgendwie nicht. Also irgendwas können wir hier aufnehmen, geräuschtechnisch. Ich weiß noch nicht was. Wir wechseln mal zu Leslie. Die hat auch nur einen Helm. Geh du auch mal darin? Jetzt sind beide Mädels drin. Können wir dann irgendwo anders hin? Mit einer offenen... Was? Mit einer offenen Tür irgendwas? Mit einer offenen Tür geht das nicht. Okay. Kann mal bitte jemand die Tür zumachen? Schließe... Tür. Können wir jetzt... Obwohl, ich habe gar noch nicht draußen geguckt, ob wir draußen noch irgendwo hinwandern können. Moment, wir machen es erstmal. Benutze... Nee, öffne... Sauerstoffhahn... Genau, so, damit der Sauerstoffhahn auch voll ist. Und dann machen wir mal öffne Tür und gehen mal gucken, ob wir draußen noch irgendwo spazieren gehen können. Mit Leslie ist das jetzt, glaube ich, oder? Ja, das muss Leslie sein. Ja, Leslie, wir bleiben bei Leslie. Nee, sie geht... Ich habe da hinten hingeklickt. Riesengesicht. Okay, das sieht rätselig aus. Ah, Moment mal, Riesengesicht war, glaube ich, auch irgendwas in der Zeitung, dass darunter irgendwie ein Vergnügungspark ist oder so irgendwas, den es auf dem Mars gibt, dass die auch so eine Art Oktoberfest haben oder so irgendwie was. Muss ich nochmal nachlesen. Aber wir haben eine Tür gefunden. Mit drei Knöpfen. Okay, die Tür können wir wahrscheinlich so ohne weiteres nicht öffnen, oder? Das lässt sich nicht öffnen, okay. Mhm. Können wir hier sonst noch irgendwo hin? Nein, okay. Dann drücken wir mal Wilddinge. Knopf drücken. Er ist zu weit weg. Hey, du musst nur dein Ärmchen mal heben. Dann können wir da wahrscheinlich auch nicht, oder? Er ist zu weit weg. Ansonsten war doch hier nichts. Da unten ist es nix. Die Tür. Achso, da geht's zum Landeplatz. Okay, alles klar. Ich verstanden. Also es gibt die Knöpfe, es gibt die Tür. Dann müssen wir uns irgendwo eventuell irgendein Verlängerungsdingsbums organisieren. Was ist eigentlich das da vorne? Das weiß man nicht. In die andere Richtung können wir... Oh, da geht's auch noch weiter. Okay. Wir haben noch Dinge zu gucken, bevor wir hier wegfliegen. Da ist ein Schild. Können wir das lesen? Mehrere außerirdische Sprachen. Ah, hier ist Deutsch. Willkommen, Weltraumfahrer. Viel Spaß in unserer Jugendherberge. Kaugummi ist streng verboten. Okay, eine Jugendherberge auf dem Mars. Wer will da mal hin? So, eine Lampe, eine Tür, die scheinbar offen steht, ein Knopf. Können wir hier noch irgendwo hingehen? Wir haben hier Sand. Können wir Sand nehmen? Viel zu viel zum Tragen. Ja, einfach eine Handvoll für später. Dann halt nicht. Wir schauen mal, ob wir noch Dinge nehmen können. Können wir die Lampe nehmen? Das kann ich nicht mitnehmen. Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Scheint kaputt zu sein. Deswegen steht wahrscheinlich auch die Tür auf. Geht's hier noch irgendwo weiter? Ah, das ist so eine Art Marsbahn.
Was da vorne, das sind Schienen. Okay. Sand, ja, eine Bahn. Ein Monolith mit einem Schild und einem Schlitz. Wahrscheinlich ein Cashcard-Schlitz. Können wir das Schild lesen? Mars, Verkehrsverbund, eine Fahrt. Eine Fahrt, eine Fahrt. $100. Was haben wir denn auf unseren Cashcards? Melissa, du hast unser Geld. Lies mal bitte diese Cashcard. 1138. Moment. Lies, treffen. Und 342. Okay. Wir werden sehen. Das ist dann wahrscheinlich fürs Bahnticket. Geh mal in die Bahn. Können wir die Bahn benutzen? Nee. Öffnen. Das lässt sich nicht öffnen. Okay, müssen wir wahrscheinlich vorher bezahlen. Geht's jetzt nochmal irgendwo hin? Nein, okay. Also hier können wir potenziell Bahn fahren. Dann gehen wir mal noch in die Jugendherberge gucken. Da war nur die Tür, der Knopf und die Lampe. Okay. Rein da? Da hatte ich kurz an Elvis Presley gedacht, aber ich glaube, es soll einfach nur ein Weltraumreisender sein. So, was gibt's hier alles? Jetzt erstmal, Moment, da war irgendwas, Tür zum Mars, macht Sinn, da kamen wir gerade her. Wieder die Tür zum Mars. Wieder eine Lampenschild. Lies mal Schild. Sei kein Weltraumtrottel. Trage immer deinen Weltraumanzug. Eine Erinnerung an die Herbergsleitung. okay. Vielleicht haben die es nicht so gepackt. Gibt es hier noch andere Menschen außer uns? Knopf. Können wir den Knopf drücken, um hier die Tür zu machen? Scheint kaputt zu sein. Okay, von außen und von innen kaputt. Metallplatte. Steht da was drauf? Gibt es nichts zu lesen? Können wir die öffnen? Sie ist zugeschraubt. Okay, wir brauchen irgendwie Werkzeug. Auf der Erde hätten wir Werkzeug. Hier aber eher nisch. Okay, arbeiten wir dran. Noch eine Lampe, die aber rot zu sein scheint. Da gibt es nochmal einen Knopf. Drück mal bitte den Knopf. Scheint kaputt zu sein. Oder das ganze Ding hat vielleicht auch keinen Strom. Das kann auch sein. So, hier draußen hat nur, glaube ich, fertig geguckt. Herbergstür, dann rein da. Hallo? Achso, die... Moment. Ja, die ist zu. scheint kaputt zu sein. Ich tippe auf einen Ausfall der Elektronik hier drin. Oder wir müssen zuerst mal Mitglied werden oder so. Also das Knöpfchen hatten wir gedrückt. Falls ein Öffner oder eine Klingel wäre, hätten wir das getestet. Ansonsten... Oder man muss halt zuerst die Tür schließen, dass es die Schleuse ist und dass man dann halt in das Innere kommt. Okay, also haben wir das Gesicht, wo wir zu kurz dafür sind. Ist vielleicht Melissa größer? Kommt die da vielleicht dran? Ich würde jetzt zwar nicht sagen, dass die Mädels unterschiedlich groß sind, aber man weiß ja nie. Ist das zu weit weg? Okay, haben wir getestet. Dann Mädels wieder einsteigen, dann gehen wir mal schauen, dass wir irgendwie woanders hinfahren. So, schließe Tür. Benutze. Wow, dann ist es auch ruhig. Benutze Steuerung. Warum es wohl nicht funktioniert? Weil ich wahrscheinlich den Anschalter nicht gefunden habe. Oder wir keinen Treibstoff haben. Schaltet man das Radio ein, aber ich glaube, das hat auch nicht funktioniert, ne? Ne, funktioniert nicht, weil wir wahrscheinlich den Startknopf noch nicht gefunden haben.
Wie zur Hölle startet man ein Raumschiff? Also normalerweise würde ich erwarten, dass hier so ein Zündschlüssel irgendwie was ist. Aber hier ist nichts. Meint ihr, hat die Steuerung jetzt nach unten gemacht? Ansonsten haben wir halt den Rekorder. Vielleicht müssen wir das Handschuhfach schließen. So, Handschuhfach ist geschlossen. Da oben sind halt die Anzeigen, die sind halt weiterhin alle auf Null. Das heißt für mich, dass dieses Raumschiff noch nicht gestartet wurde. Aber wie zur Hölle macht man das? Handschuhfach. Muss man draußen vielleicht zuerst mal kurbeln? Ah, jetzt sind die Hebel auch wieder nach oben gegangen. Gibt es an der Front irgendwie einen Kurbel-Dingsbums? Nee, irgendwie nicht. Ja, mit dem Aufkleber können wir den Aufkleber drücken, ziehen, was auch immer. Kann ich nicht bewegen. Können wir den ziehen? Nee. Dann spielen wir zuerst mal noch ein bisschen mit Annie weiter. Vielleicht müssen wir zuerst noch irgendwie was lernen oder ich muss mal wieder die Zeitung lesen. Dass dort noch irgendwelche Tipps sind und hier ist die Geräuschkulisse etwas anders. So, dich können wir jetzt ja auch steuern, neben Zack. Dann schauen wir uns erstmal in deinem Büro um und behalten den Mars mal im Hinterkopf. So, es gibt eine Unterlage, unter der ist bestimmt was drunter. Könnte ich ja wetten, eine Lampe. Eine ganze Menge Bücher. Diese Zeichnung für dieses Gerät, was wir irgendwie bauen sollen. Wir hatten ja den blauen Kristall gefunden und sie hat uns doch, glaube ich, noch was anderes gegeben. Genau, den blauen Kristall hatten wir gefunden und sie hat uns noch eine Kristallscherbe gegeben. Okay, wir schauen uns mit Anni um. Ist ja schließlich ihre Bude oder ihr Büro oder so. Ein Yeti-Schädel. Sehr schön. Und wieder eine ganze Menge Bücher. Muss ich hier das richtige Buch drücken oder sind die Bücher einfach nur Deko? Okay, dann zuerst mal die Unterlage drücken, ziehen, was auch immer. Drücken hat schon mal nichts gebracht. Ha, ha. Ich hab dich gelesen, mein liebes Spiel. Da ist noch eine Cashcard. Wie viel ist da drauf? Bin mal gespannt, wann wir Geldprobleme bekommen. 5.405, das ist nicht die Welt. Können wir die Ablage wieder richtig machen? Ja, können wir. Können wir den Tisch öffnen? Es gibt keine Schublade. Na gut. Können wir so ein Buch lesen? Ich habe die schon alle gelesen. Herzlichen Glückwunsch. Können wir die Lampe ausschalten? Oh. Dann ist mega dunkel. Machen wir wieder rückgängig. So, das Bild. Können wir das lesen? Ah nee, das war gar kein Ankerpunkt, oder? Nee, war es nicht. Okay, Zeichnung. Kannst du die Zeichnung mal irgendwie lesen, erklären? Das ist das Gerät aus meinem Traum. Können wir den Yeti-Schädel nehmen? Nein, der ist sehr zerbrechlich. Ja gut. Können wir die Zeichnung irgendwie nach oben drücken oder so, weil die gerade so unmotiviert vor was hängt? Ha. Lieber zack, geh mal bitte zack, zack, ein Stück zur Seite, damit wir dort Dinge gucken können. War das jetzt gut, dass ich das gemacht habe? Nee, das ist nur die Zugschnur. Bücher. Bücher, 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 Bücher. Aber scheinbar hat das nichts wirklich gebracht. Okay. Also auf dem Mars geht es aktuell nicht so wirklich weiter.
Und solange wir nichts aus dem Mars hochschicken können, spielen wir mal zuerst mal auf der Erde weiter. Na, zack. Aber wie bei Manic Mansion wird es wahrscheinlich irgendwas geben, was Zack tun kann und Annie nicht und umgekehrt. Dass jeder irgendwo seine Fähigkeiten hat. Wir gehen nochmal mit Zack auf Tour. Der hat das volle Inventar. Wir können halt noch ein bisschen unserem Jet-Set-Leben frönen und irgendwie durch die Walachei jetten. So, ist hier mittlerweile geöffnet. Ist verschlossen. Ja, das war ein Friseursalon und da hinten ging es nicht weiter. Wieso sind... Stehen wir eigentlich zwischen dem Dingsbums da und... Wieso ist er dahinter? Ich dachte, das hängt im Schaufenster. Haarnadelschild, können wir das mitnehmen? Ist es mit Drähten festgemacht? Moment, wir hatten noch eine Drahtschere. Er hat nicht gesagt, es ist festgemacht, er hat gesagt, es ist mit Drähten festgemacht. So, können wir da so Dinge tun? Okay, wir haben eine gigantische Na gut, wir haben ein Haarnadelschild. Falls wir einen Riesen mit Versuchproblemen finden oder ein gigantisches Schloss zum Knacken finden, wir wären vorbereitet. Gibt es da drin noch irgendwas Neues zu kaufen? Hallo, junger Mann. Nee, die Dose lag vorher schon da. Ach, jetzt sieht man auch, dass da Maniac Menschen stehen. Kann ich Ihnen helfen? Nee, mir ist gerade nicht zu helfen, danke. Dann gehen wir gucken, ob wir neue Post haben und ansonsten können wir nochmal durch die Gegend chatten, ne? Weil für den Mars habe ich gerade gar keine Idee. Nee, Post haben wir keine. Na gut, dann ärgern wir mal wieder den armen Busfahrer. Wo ist? Da ist die Tröte. Nutze Tröte. Hä? Wieso geht das jetzt nicht? Aha. Mag, mag. So, und dann benutzen wir bitte unsere Cashcard mit dem Cashcard-Laser. Und fahren mal wieder zum Flughafen. So, wo können wir sonst noch hinfliegen, wo wir noch nicht waren? So, wir waren noch nicht in Lima, wir waren noch nicht in London, Mexiko waren noch nicht, Miami war zu, Seattle war das mit dem Eichhörnchen. Okay, dann... Ich glaube, Mexiko ist näher, dann fliegen wir zuerst mal nach Mexiko, London, über einen großen Teich, weiß ich nicht. Könnte teuer werden. Okay, 295 haben wir, denke ich mal, noch. So, dann... Auf nach Mexiko. Hoffentlich ist Mexiko nicht auch geschlossen. Nein, schon mal nicht. Wir stehen mal wieder mitten in der Walachei. Sehr schön. Herzlich willkommen im Dschungel. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nee, nicht wirklich, aber trotzdem. Wenn wir hier irgendwo hängen bleiben, komm ich bitte abholen. Was? Hilfe? Was war das? Was war das? Spiel, ich wollte gerade in Ruhe mich umsehen. Mach keinen Scheiß. So, hier gibt's Pfad. Lothar, dass ich Pfadfinder war. Kenne ich mich mit Pfaden aus? Wir gehen einfach mal der Nase nach. Das sieht alles ziemlich gleich aus. Und es könnte eins der berühmt-berüchtigten Labyrinthe in Adventure-Spielen sein. Die wir alle lieben und hassen. Oh mein Gott. Hm.
Ja, ich vermute Schreckliches. Ach, liebe Entwickler. Ah, wir haben irgendwas gefunden. Mit neuer Musik. Okay, wo sind wir hier gelandet? Sieht nach Inka-Tempel aus. Wann sind wir plötzlich so klein? Tempeleingang, ja, es ist ein Tempel. Ja, immerhin haben wir relativ schnell in dem Labyrinth etwas gefunden. Und jetzt finden wir aber schnell den Weg in die Pause. Bis gleich.